Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Hallo, es geht weiter im Text Opel Insignia. Kommt ja doch gar nicht so schlecht an, wie ich dachte. Muss ich ja sagen. In mir drin ist die Liebe jetzt echt und voll da. Weil am Anfang war sie noch nicht so richtig da. Da habe ich es wirklich erst so gemacht, hat dem Motto, ja, gucken wir mal, ob wir ein Projekt machen. Weil viele Opel-Fans sind da. Jetzt ist schon real. Sind schon ein paar Opel-Fans, ne? Also ja, mehr als gedacht so, ne? Auf jeden Fall. So, und zwar ersten Tuning-Maßnahmen zum Thema Leistung, weil Sound und Beschleunigung ist semi-geil. Mhm. Das heißt, wie ich es immer mache, wir machen erstmal Komponenten rein und testen ein bisschen, was so bei rauskommt. Gucken. Ja. Und nachher kommt die Software drauf. Für uns ist natürlich, es wäre für euch natürlich geiler, wenn wir dann wieder alles ausbauen, würden nur Software machen und dann Komponenten nochmal einbauen. Aber es ist ja auch kein Wunschkonzert. Somit finde ich es eigentlich ganz geil und ist auch mal ganz gut zu erkennen, ob ein Auto auf mechanische Tuning-Teile wie eine Downpipe, einen Plattenfilter will ich ausprobieren und einen Ansaugkit will ich ausprobieren, weil der Luftfilterkastendurchmesser an sich schon sehr groß ist. Deswegen will ich einmal den hier probieren auf dem Prüfstand später. Und das hier, das K&N-Ansaugkit auf dem Prüfstand probieren. Die Downpipe hier ist mit TÜV. Shut up, hang. Ansaugkit, soweit ich weiß, kein TÜV. Hier kein TÜV möglich, nötig. Aus dem Ruhrgebiet. Da brauchst du bestimmt auch hierfür wieder TÜV. So, die Downpipe hat TÜV, aber nur in Verbindung mit der Abgasanlage, die da drin ist. Die Abgasanlage machen wir bei einem anderen Video, weil sonst ist nämlich alles zu viel und doppelt gemoppelt. Ja. So ist es eintragungsfähig. Wir machen mal den Haube auf. Und ich war auch verwundert, dass es überhaupt ein Ansaugkit gab, weil bei dem Projekt ins Auto verknallt, Auto in Eralicin gefahren, ne, bei den Volkswagen-Jungs, geil, komm, machen wir. Und ich habe wirklich zu wenig geguckt nach Teilen, weil es einfach normal ist, dass es Teile gibt. Ja, ich verstehe. Nicht hier. Und dass dann der Friedrich auch noch eine Downpipe hat mit TÜV und Auspuff, da war ich schon echt happy feet. So, Downpipe geht hier runter. Diese Distanz ist bis zum Cut, was für heutige Verhältnisse beim Automobilhersteller echt selten ist. Normalerweise ist der Cut gefühlt, dreht er sich schon mit der Turbine mit. Warum? Um den Cut so schnell wie möglich heiß zu kriegen, denn nur ein heißer Cut ist in der Lage, diese Abgasreinigung zu vollziehen. Ein Cut, der zu langsam warm wird, hat diese Problematik, dass er nachher quasi dann hier Euro 9000 nicht mehr schafft. Ja. Die Downpipe ist drin, die Distanz, würde ich sagen, ist die gleiche, aber was wir natürlich sofort sehen, ist, siehst du das da? Guck mal, den Messschieber. Wir bauen die auch gleich aus schon, dann sehen wir es immer auf dem Tisch. Aber mit dem Messschieber rumfuchteln wirkt immer so wichtig. So. Wir lesen hier 80 an der Naht oben. Weißt du was, wir bauen erst aus. Aber ich messe einmal jetzt hier. Machen wir schon mal einen Vergleich. Das sind schon mal 92 außen. Guck mal, unser Messschieber hier, richtig, richtig vergewaltigtes Teil. Innenmaß Flansch 87, 86, wenn ich das noch so lesen kann, weil er ein bisschen vergewaltigt ist. Was wir sehen, ist hier ein Metallcut drin. Von der Fläche würde ich sagen, müsste das ein 200er CPI sein. Bedeutet 200 Zellen Metallcut. Somit ist die Durchfluss, der Abgasgegendruck ist deutlich geringer, Durchflussgeschwindigkeit steigt dementsprechend und die Arbeit für den Lader ist dementsprechend leichter. Jetzt ist es so, wenn wir aufs Gas steigen und der hat die Downpipe drin und keine Softwareoptimierung, kann es sein, wie ich schon oft gesagt habe, dass es zu Überschwingern kommen kann, weil der Motor zu schnell sein Ladedrucksoll erreicht und dann anfängt zu regeln. Kann passieren. Vor allen Dingen bei 100-200 Zeiten. Auf dem Prüfstand meistens etwas weniger, kann aber dort auch passieren. Das heißt, die Downpipe kommt rein mit einem Verbindungsstück, was mit dem V-Band hier dran gesetzt wird. Ne? Eine V-Band-Schelle. Ich merke mal, ich rede immer so selbstverständlich über alles, aber dabei sind ganz viele dabei, die gar nicht wissen, was eine V-Band-Schelle ist. Schau mal hier. Eine V-Band-Schelle ist so, das Flanschbild ist identisch mit diesem Flanschbild. Obwohl, der jetzt aber die richtig geilen. Siehst du diese Fräskante? Mhm. Diese Fräskante setzt sich in diese Fräskante rein. Mhm. Ja, und das ist dann quasi schon mal so, dass es sich nicht mehr auseinanderrückeln kann. Ja. Und diese beiden Phasen hier oben sind, einmal diese hier und hier auf der gegenüberliegenden Seite hier unten ist nochmal eine, wird von einer V-Bandschelle, also so ist diese Form, zusammengeschoben. Und dann ist das wirklich ein sehr, sehr dichtes, festes Verbund, ein fester Verbund zwischen diesen beiden Bauteilen. Der schöne Nebeneffekt dabei ist, dass sich das in der Regel immer gut lösen lässt. Mhm. Ja, wenn du zum Beispiel so eine Flächendichtung hast oder du hast einen Punkt, wo du einfach drei oder vier Muttern hast,
die durchgeschoben werden müssen. Und das schraubt dich zusammen. Hast du einmal das Problem, dass die Schraube rosten kann sehr, sehr schnell, aufgrund sehr hoher Hitzebelastung. Und dass du dazwischen immer Undichtigkeiten hast. Das wirst du bei einem V-Band sehr, sehr spät haben, dass dort Undichtigkeiten entstehen. So, das kommt rein. Hiervon verspreche ich mir Leistung. Bei dem Auto. Also gehe ich sehr stark von aus. Wir haben auch ein paar Autos gehabt, die reagieren gar nicht auf Downpipes. Aber ich würde sagen, hier werden wir auf jeden Fall ein bisschen Leistung gewinnen. Teil Nummer 1, das wir heute testen. Dann normalen Plattenfilter, der in diesen Luftfilterkasten reinkommt. Der Grund, warum ich das diesmal so mache, mache ich ja nicht immer so, ist, weil Verbindungsstück von Lader zum Kasten extrem kurz, so schon, Durchmesser groß. Deswegen, ich weiß nicht, wie das Kit aussieht, wir machen den Karton jetzt auf und gucken uns das an. Das ist schon gut. Ja. Ist echt schon gut. Plus der Kasten wird von unten beströmt. Siehst du das? Von dort unten bekommt er hier rein. Somit ist ein starker Überdruck oder ein Druck im Kasten drin. Soundmäßig natürlich tote Hose hier. Gucken wir uns jetzt mal das an, wie das aufgebaut ist. Es ist wie folgt. Natürlich, aufgrund, dass dieser Filter in der Freiluft ist, macht das natürlich mehr Klang. Und du hörst es beim Fahren, was auch bestimmt viel Spaß macht. Aber wenn ich den jetzt so nehme und den aufrolle und vergleiche mit der Fläche, die ich jetzt hier habe, weiß ich nicht, wie viel mehr Filterfläche das wirklich ist im Vergleich zu dem. Vielleicht sogar eher gar nicht. Plus, das ist ein Garant, dass es die kälteste mögliche Luft ist, die reinkommt. So, Kannst du da reinfüllen? Sollen wir die Grier mal nehmen? Können wir die Grier. Wir wechseln mal auf die Profi-Cam. Ja, obwohl. Hier, guck mal die Aufnahme. Da sehen wir das doch perfekt. Ja. Wie wir sehen, ist das echt nicht so groß, aber da unten ist auch der Raum für das Schubumluftventil. Siehst du das? Da unten drunter. Das ist fast von der Bauart ähnlich wie beim Golf, das da. Und dann kann man da auch so ein elektronisches Blower-Ventil dran machen. Großes Wastegate, das ist echt geil. So, aber ich würde sagen, die Downpipe kommt mal hier raus. Weil wir haben gerade noch irgendwas anderes gemacht und ich habe gerade noch ein bisschen nachgegrübelt, weil woher kommen denn immer diese Leistungssteigerungen? Also mehr Luft und höhere Luftdurchsatz, das stimmt schon, das ist schon gut und da reagiert auch ein Motor immer so ein bisschen drauf. Aber wie früher, dass so ein Luftfilterkasten einfach komplett eine Fehlkonstruktion war, der gar keine Luft bekommen hat und dann Luft bekommt, das haben wir nicht mehr. Ja. Weil der Serien-Luftfilterkasten ist sehr sexy, muss ich ehrlich sagen. Vergleichen wir nochmal hier, was dort K und N einbaut. Das ist hier 59 zu 61. Aber das ist auch das Außenmaß. Dann ist nochmal, ja, das ist eine Verjüngung, da komme ich jetzt nicht hin. Ich denke mal, das ist gleich. Ja, ich habe jetzt mit dem Außenmaß genommen und hier ist ja nachher dieser Schlauch auf Stoß und das andere Teil geht drüber. Ja. Deswegen ist das ein Tick größer. Und beim Ausgang haben wir ein Innenmaß von 81. Ich komme hier auch nicht ran, aber das ist auf jeden Fall kleiner. Das ist kleiner. Welche Leitung mich wirklich irgendwie die ganze Zeit angrinst, ist dieses Riesenrohr hier, was auch einen extremen Weg zurücklegen muss, weil der Ladedruck geht hier unten raus, wieder in so eine Art Schalldämpfer rein. Siehst du das da? Dieses silberne geriffelte Ding, das hellere. Ja, das da. Geht da rein, geht hier links in den Ladeluftkühler, ja, also rechts, Fahrtrichtung. Komplett durch den Ladeluftkühler durch und geht dann hier unten raus. Und geht dann durch ein Hartplastikrohr von da unten so rüber, hier rein, dann Drosselklappe, Ansaugbrücke und in den Motor rein. Das ist ein langer Bild, ne? Ja, wenn man das so visuell als Hartplastikteil so in der, da so im Motorraum sieht, denkst du dir, nicht gut. Mhm. Aber anders baubar, schwierig. Warum? Weil Abgasseite vorne, Ansaugbrücke hinten. Dödüm. Ja. Du kannst sie ja, wenn das jetzt umgedreht wäre, ja, und die Abgasanlage ist ja Peng, wo sie, nicht Peng, aber gerade bei so einem großen Motorraum wäre es natürlich gut. Aber ich denke, deren Problem ist das Packaging aufgrund von Getriebe rechts, Getriebe links. Motor so rum, Motor so rum. Das ist so ein bisschen deren Problem. Und du könntest dir jetzt, wenn jetzt die Ansaugbrücke auf dieser Seite wäre, würdest du dir das hier alles, und wir sprechen hier von 40, 50, 60 Zentimeter, würdest du dir einen Ansaugweg sparen. Ja. So, wir wechseln mal. Gucken wir uns das mal an. Bis gleich.
Das war jetzt unerwartet. Hallo. Warum sitzt du denn hier? Ich habe gerade was hier gerechnet am Ladespieler. Also wenn man richtig gut schnell unterwegs sein soll, muss man diese Folie drauf lassen. Ah, okay. Ja. Ja, das sorgt für das richtige Sound- und Fahrerlebnis. Aber da wir nicht so schnell sein wollen, nehmen wir es ab. Mhm. Oh, das ist interessant. Oh, das ist echt krass interessant. Die ganze Durchströmfläche wird gar nicht genutzt. Ja, das heißt, wir haben nur diesen Bereich. Der neue Filter nutzt die komplette Fläche. Nein. Ja. Plus ist auch nochmal so ein super Staubschutz drunter. Also hier ist auf jeden Fall vom Gegendruck schon eine Menge im Vergleich zu dem Kollegen. Dann setzen wir jetzt mal so rein, gucken, ob der auch komplett dicht sitzt. Jo. Technisch gesehen muss man leider zugeben, ist natürlich diese Lösung wirklich oftmals die beste. Weil du das vorhandene Bauteil einfach nur noch mal ein bisschen verbesserst. Und die Luftführung und alles ist halt echt dann schon sehr, sehr gut. Außer das Kastenvolumen ist zu klein und die Anströmung ist zu klein. Dann kannst du mit einem großen Ansaug echt was bringen. Und wie ist das ganze Thema bei Dieselfahrzeugen? Identisch. Aber was wir eben noch sehen, ist die originale Downpipe hier. Wir hören einmal. Das ist auch alles dicht. Immer Gas. So. Hier sehen wir noch die originale Downpipe. Was wir natürlich sehen können, ist, ich vermute, dass es eine Zwei-Zellen-Einheit, also eine Zwei-Cut-Einheit ist. Wir haben einmal hier einen, weil sonst würde nämlich auch nicht die Einschraub-Einheit sein. Siehst du? Hier drin ist nämlich Platz. Das heißt, eine Fläche, noch eine Fläche. Wir sehen hier Keramikfläche, komplett intakt, aber sehr, sehr dicht. Und auf der anderen Seite sehen wir nochmal eine Keramikfläche. Die ist auch voll intakt, aber was mir da auffällt ist, dass der Cut auf der Oberfläche etwas braun ist und etwas schwarz ist. Kannst du das vielleicht sehen? Ja. Weil, man darf nicht vergessen, das ist eine Oberfläche, die ist extrem heiß. Mhm. Und normalerweise dürfte da nicht so viel schwarz sein, oder Manu? Wenn der Cut oben drüber schwarz ist, heißt ja, das Sprit da noch irgendwie. Genau, weil das so heiß ist und das ist ja das Prinzip, dass es das verbrennt. Ja. Deswegen wundert mich gar, dass der Cut dort oben relativ dunkel ist, weil da ist eigentlich Höllenfeuer. Wundert mich. Trotz alledem ist natürlich jetzt der Vergleich zwischen dem 200 Zellen Metallcut und diesem Teil ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir fahren jetzt rüber, holen die Messuhr und dann bin ich gespannt, was zeitmäßig geht, klangmäßig geht, mhm. Weil dadurch quetschen Insignia Serie kein Klang. Ja. Also nicht ein bisschen Klang, sondern kein Klang. Ja. Und dann bauen wir nochmal um auf das Ansaugkit, gucken, was bessere Zeiten macht, ob man überhaupt was merkt. Mhm. Und dann geht es auf den Prüfstand. Mit beiden Ansaugkits dann nochmal oder nur mit dem, was besser performt? Ich denke beide. So, ich schwinge hier rein. Hört man gar nichts, ne? Ich höre den Filter. Ah ja. Ja? Stimmt. Doof wäre natürlich jetzt, wenn jetzt direkt schon die Wellen reinkommen. Was bedeutet Software? Zack, zack. Hast du gebremst? Nee. Ich hab, glaubt, dass ich was gemerkt habe. Ja, ne? Ja, ich glaube. Bisschen schon. Freier. Ja? Ja, ich hab auch. Das glaubt auch kein Mensch, ne? Das glaubt auch kein Mensch. Die denken sich auch alle im Staub. Was macht der da? Doch, man merkt das. Ich glaube auch, ne? Weil der sonst wirkte der Wagen schwerer, ne? Ja. So der Moment des Anfahrens, da wirkte der Wagen einfach so, Hat so ein bisschen länger jetzt gebraucht, bis er aus dem Puschel kommt. Doch, ja. Mann. Ja, ich glaube auch. Ach, guck mal, hier ist eine Parklücke. Auf unserem Hof habe ich einen Parkplatz Gibt's gefunden. Gibt's ja gar nicht. Verrückt. Ich will mal sagen, der Auspuff ist 5% lauter geworden. Hm. Nach eben Pause, bis gleich. So laut, der Lader? Nee. Kommt vielleicht durch den Filter. Ja, also man hört deutlich, deutlich, deutlich Turbinengeräusche. Die also gar nicht so negativ, also hört sich ganz geil an. Krass. Ja, doch, also so laut war das nicht vorher. Auf keinen Fall. Gut, klar. Metallcut im Vergleich zu dem Seriencut natürlich krass. Plus das Zugangsrohr.
auf den Cut war sehr dünn im Vergleich zu dem jetzt. Jetzt kommen wir ganz dick und dann auch noch auf Metallcut. Das heißt, wir haben jetzt eine massive Verringerung. Was bedeuten kann, wenn wir gleich beschleunigen, dass er halt extrem einbricht, weil er einfach merkt, boah, hier ist ja gar kein Gegendruck mehr. Wir machen jetzt gleich den ersten 0-100er. 17,5. 100, 217,5. 0,100, 7,4. Gefühl, ein Riesenunterschied. Einen großen Unterschied. Boah. Also bei 180 war ich sehr, sehr verwundert, warum es so langsam war. Aber 100 auf 180 fühlte sich verdammt gut an. Wenn es sogar so schnell war, der Fall. Ich finde auch, es fühlt sich besser an. Also wir haben jetzt den Plattenfilter drin und die Downpipe. Wie viel war es? 7,4? Ja. Okay. Das war gerade der Lane Assist. Ja? Mit den 20, ja, ja. Ich bin noch nicht ganz da. Bisschen bergauf. 7,4. Na komm, wir machen noch mal ein 100er. 100-200er. Strange, ne? Echt komisch. Aber Lane Assist ist jetzt aus. Trotzdem komisch. Ja, nicht komisch. Wir bauen mal irgendwas anderes Ansaugkit rein. Ja. Ich meine, wir hatten das schon öfter, dass Autos da schlecht drauf reagieren. Eigentlich fast immer, wenn eine Downpipe reinkommt, aber so krass nicht. 17,4, 18,9, das ist schon echt nicht so geil. Das ist nicht so geil, das stimmt. Nur 100er Zeit ist identisch. Was aber auch nichts heißt. Wobei 7,4 Sekunden, was ja schon Zeit ist, weil wenn manchmal ein Auto 3,3 oder 3,5 auf 100 geht, das kann alles sein. Ja. Das ist so ein kleiner Bereich. Okay, zurück in die Werkstatt, dann wechseln wir das Ding mal eben aus und dann gehen wir mal auf den Prüfstand und gucken mal, was da so passiert ist. Was aber ganz klar ist, wenn ich den Cut gesehen habe und dann nachher der Metallcut kommt, können wir ganz, ganz stark davon ausgehen, dass es mit der Software nachher viel bringen wird. So. Bis gleich. So, Ansaugkit ist drin. Mit so einer Abschirmung hinten. Die Abschirmung meiner Meinung nach in diese Richtung ist relativ peng. Ja, also wir haben die Hitzequelle sowieso hier. Hier hinten ist keine Hitzequelle. Was wir haben, ist so ein bisschen den Effekt, wenn die Luft hier reinströmt, am Scheinwerfer vorbei und vor allen Dingen über der Haube, dass die Luft hier dran prallt. Dann müssen wir gucken, wie eng das jetzt hier ist. Und dass sich hier so ein bisschen kalte Luft sammelt. Plus, der wird hier unten, siehst du das? Komplett bestrahlt von dem ursprünglichen Luftzufuhrelement, was in den Luftfilterkasten ging. Wenn sich das aber so im Stand anhört, dann wird das gleich beim Fahren schon Remi-Demi machen. Und es wird noch langsamer. Der Grund, warum diese Kits bei diesen modernen Autos nicht mehr so viel bringen, ist halt auch, weil die Autos ihre ganzen Abgasnormen erfüllen müssen, was ja auch gut ist. Oh, das war geil. Das ist echt geil. Ey, ja, denke ich das nur oder ist das das Geräusch? Weil der Insignia so krass gedämmt ist in der Serie.
dass du, sobald ein Geräusch dazukommt, dass du dann automatisch denkst, hey, das ist es jetzt, weißt du? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich kann es mir auch nicht, also ich finde auch, es fühlt sich schneller an. Aber direkt, ne? Ja. Aber an so ein Geräusch, Leute, ist echt fett. Und soweit ich weiß, war das Kit jetzt wirklich nicht teuer. Boah. Sehr clean, ne? Also ja, nicht so übertrieben. Sehr gut. Ey, das kann mir doch keiner erzählen. Das muss schneller sein. 7,3. Ist doch so. Muss ja sein. Muss ja. Wenn du jetzt drin sitzt, ne, du gibst Gas, dann denkst du jetzt, es ist Geräusch. Das Geräusch lässt dich denken, dass sie jetzt voll der Punk ist. Jetzt wird's spannend. Ansaugkit schon Leistung. Würde ich jetzt frech so sagen. Also das würde ich sagen, jetzt bringt schon Leistung. Ja, würde ich auch sagen. Anlernphase kann so gut wie gar nichts sein, weil zwischen diesen beiden Fahrten jetzt sind, weiß ich nicht, 15 Minuten? Ja. Ich hätte auch sagen, 15 Minuten Zeit war jetzt dazwischen. Die Frage ist aber, jetzt hätten wir die Zeit, ob wenn man nur das Ansaugkit einbaut mit der Serien-Downpipe, ob das nicht schon was gebracht hätte. Mhm. Könnte natürlich sein, ja. Das muss ich sagen, das war doof von uns. Aber ich glaube, das hätte auch was gebracht, weil der erste Versuch mit dem Plattenfilter ja nicht so viel gebracht hat und da die Downpipe ja zwischendrin. Genau. Deswegen. Ja. Ob nicht sogar das gleiche Ergebnis passiert wäre, nur mit dem Ansaugkit. Ja. Also, wir gehen mal auf den Prüfstand, um halt nicht so rumzufischen im Blinden und messen den mal. So, Prüfstand. Ciao. So, Ansaugkit drin, Downpipe drin. Geräuschkulisse auf dem Prüfstand ist echt geil. Also vom Turbo-Sound her ist es wie innen drin auch sehr bossig. Wir wollen gucken, ob jetzt mehr Leistung rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Die Allrad-Prüfstandmessung reichen wir auf jeden Fall auch nochmal nach. Das machen wir aber zum Schluss, wenn wir Software haben, ja, um dann einen Vergleich zu haben. Manni, du bist da klar? Dann gucken wir, was das bringt. Also wie gesagt, Metall-Cut, Ansaugung, minimaler Abgasgegendruck im Vergleich zu den originalen Cuts. Sound hat es nicht wirklich was gebracht. Als nächsten Schritt gibt es Auspuff. Unerwartet, also passt nicht zum Verhältnis zum Fahren. Ich komme mal raus, das ist geil. Echt geil, macht auch echt Bock.
Pass auf. Setzen uns mal da vorne hin. Also Insignia reagiert doch sehr geil drauf, weil du siehst genau das, was Tuning idealerweise macht. Weil die rote Linie war unsere Messung vorher, ja? Da haben wir einen Peak gehabt von einem PS, von 220 PS. Ja. Okay? Und wir hatten 363 Newtonmeter vorher. Jetzt siehst du aber, wir geben Gas auf dem Prüfstand bei 1600 Umdrehungen. Und er packt direkt an und entwickelt mehr Leistung. Und das auch nicht mit irgendwelchen Wellen oder irgendwelchen Dächern drin oder dass er dann anfängt zu regeln. Nur bis zu dem Punkt, wo seine maximale Ladedruckgrenze erreicht, das ist die hier. Da siehst du genau, dass die beide auf denselben Punkt gleich landen müssen. Weil hier das Steuergerät reinregelt und sagt, das Steuergerät, pass auf, das ist bei 4250 mein Dach, boom, Drehmoment, boom. Da muss er da genau rauskommen. PS, Drehmoment, siehst du das? Ja. So, danach hat er, pass auf, hier ist meine Ladedruckregelgrenze und vorher hat er die hier lang gemacht. Und dann fängt er nach dieser Trennung bei 4250 wieder an und entwickelt mehr Leistung. Siehst du das? Mhm. Und das gleiche macht er auch mit dem Drehmoment. So, Ergebnis ist 220 PS vorher, jetzt haben wir quasi 240 PS, ja. Also 20 PS und Drehmoment ist von 363 Newtonmeter auf 400 Newtonmeter auf den Punkt. Was für mich verdächtig nah ist an den Serienwerten. Ja, Newtonmeter ist glaube ich die Serienwerte. Ja, und 240 PS ist 20 drunter. Ja. Wie gesagt, es kann daran liegen, bezüglich der Leistung, dass nämlich Folgendes passiert, dass das Auto nie ganz, wir haben es ein bisschen reingelesen, nie ganz den Vierradantrieb loslässt. Mhm. Und wenn der nie ganz den Vierradantrieb loslässt, fährt unser Motor in 2WD, aber immer gegen die Haldex-Bremse. Mhm. Das heißt, da ist immer eine Verlustleistung. Das bedeutet, wenn der auf dem Vierradprüfstand fährt, kann wirklich sein, dass er da schon die 260 PS und 400 Meter Serien hatte. Ja. Nur unser Motor muss halt kurbeln gegen etwas, was keinen Vortrieb und keine Leistung macht. Und beim Auskuppeln, wo er der Prüfstand nochmal gegenmisst, rollt er ja aus. Dann ist die Haldex wieder weg. Mhm. Also das kann schon einer der Gründe sein. Trotz alledem finde ich jetzt Downpipe und Ansaugung sehr, sehr geil. Klang ist nur jetzt nicht viel gekommen vom Auspuff her. Ansaugklang ist brutal, Auspuff nicht. Ich würde sagen, im nächsten Schritt muss er mal ein bisschen Geräusche von sich geben. unser White. White Kick. Ich meine nicht Po. Ich meine unser Insignia. Geiles Teil. So macht es auch Bock. Weil die Teile waren jetzt wirklich nicht so teuer und Sound macht ohne Ende. Hm. Also wirklich, also Ansaugsound, Auspuff krass. Nicht. Ansaugsound ist wirklich Wahnsinn. Also, hörst du was vom Auspuff? Nein, immer noch nicht, ne? Ja, nein. Fauchen. Von außen ist es ein bisschen mehr wie von innen, das stimmt schon. Aber das Ansauggeräusch überwiegt jetzt so krass. Ja, ja, ja. Das ist Wahnsinn. Das Ansauggeräusch muss auch auf lange Sicht wieder weichen, weil es leider so nicht zulässig ist. Aber es gibt Ansaugkits, die sind zulässig. Okay, soviel zu dem Thema. Tschüss.